Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute wieder eine Runde Bloons Tower Defense 5. Und Leute, es lässt mir keine Ruhe. Ich möchte das nochmal ausprobieren. Auf schwer, diese Spezialisten-Maps hier. Kann ja nicht sein. Weg ändern? Was ist Weg ändern? Dass wir das nicht hinkriegen? Okay. Wir wollen hier keine Wege ändern. Wir probieren das gleich aus. Und werden das hoffentlich auch hinkriegen. Also. Leute von heute. Fangen wieder so an. Wie gesagt, erste Mission. So viel wie möglich Leben dazu gewinnen. Und danach einfach überleben. So ist der Plan. So, jetzt dann mal ein bisschen schnell hier durchraschen. Am Anfang ist es nicht so spannend, das sollte kein Problem sein. Mein Ziel ist es, dieses Mal sogar 1500 Leben haben. Mal schauen, ob wir das schaffen. Bin ich echt neugierig. So schnell wie möglich das Affendorf und die ersten Bananenplantagen. Ich nehme auch gerne mehrere. Wie gesagt, wir kriegen ja Leben dadurch, wenn wir das hier haben. Also 1500 Leben wäre super, wenn wir am Ende der Runde hier haben, aber das wird sehr schwierig umzusetzen sein, Leute. So, die erste Hammer, die geben wir mal dahin. Da steht sie gut. So, das können wir auch nehmen. Dann haben wir ein bisschen mehr Kohle. Wo sind wir denn eigentlich? In Wolf 10. So, ich versuche das Beste rauszuholen. So viele Leben wie möglich. Ich denke, 1300 werden wir hinkriegen. Das haben wir das letzte Mal auch geschafft. Aber mein Plan ist 1500. Und das ist echt eine Herausforderung. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Wolf 12. So, 13. Wie viel kostet es da? 17,30, okay. Jetzt werden wir eventuell ein bisschen was schon nachlegen müssen. Muss mal schauen. Ah, es geht sich aus, passt. Knapp, aber es ging sich aus. Der kommt in die Mitte. So. Ja, der wird nur von dem erfasst. Sehr gut. Es ist nämlich günstiger, die Upgrades hier. Wir müssen aber das da ein bisschen upgraden, weil sonst haben wir ein anderes Problem. Wave 14 ist es. Wave 15 läuft. Läuft butterreich. So, jetzt haben wir ein bisschen stärkere Nägel. Wave 16. Halten die ein bisschen mehr aus, die Nägel. Das brauchen wir auch. Wave 17. Wave 18. Wave 19. So, mehr Bananas. Wave 20. 21.
Ups, 22, das geht schon ein bisschen sehr schnell jetzt. Stellen wir gleich die nächste dahin. Gleich upgraden hier, dass wir gleich Leben kriegen ohne Ende hier. Und Wave 23, jetzt müssen wir uns hier um das mal kümmern hier. Ein bisschen mehr Spikes. Wave 24, der kleine Scheißer hier. Und Wave 25, so da. Stahlblunz sind safe, das haut hin. Dann werden wir den hier upgraden. Was ist das, glaube ich, 26? Jawohl, Wave 26, Leute. Und Wave 27. Haufen gelbe. Haufen grüne und so weiter, aber das wird schon. So, ein paar mehr Spikes könnten nur nicht schaden. Mal schauen da. Ich mache sogar noch die nächste Palme schon. Je mehr Palmen, desto besser. Es sind einfach, wir brauchen Leben für nachher, weil das ist das Einzige, was uns hilft dann da drüben. Leben ohne Ende. So, der ist außerhalb der Range, der ist ein bisschen teurer hier. Geht aber auch. So, als nächstes müssen wir hier wieder was machen. So, wo sind wir, Leute? Wir sind in Wave 31. Wave 32. Ich würde sagen, läuft. Jetzt nehmen wir hier mehr Range einmal. Das auch gleich upgraden hier. So, haut hin. Nächste Wave. Locker, zackig, flockig geht's hier zu. Nochmal kurz langsamer. Können wir hier nur einen hinbauen? Nein. Geht's hier nicht aus. Scheiße. Da können wir nur einen hin. So, nächste Wave. Es geht voran. Kriegen wir schön Leben hier. So, haut einwandfrei hin. Jetzt schau, haben wir das alles schön abgegradet. Wunderbar. Wir upgraden jetzt hier dann, beziehungsweise hier die dicken Spikes werden auch mal fällig jetzt. Ganz dringend sogar. Jetzt kommen die Regenbogendinger, da braucht man das schon. Wave 36. Es sieht gut aus hier. So, das können wir dann den ersten hier schon upgraden langsam. Für mehr Bananas. Und weiter geht's. Jetzt müssen wir dann mal was towertechnisch machen, sonst wird's hier ein Problem. So, ich nehme jetzt das und danach müssen wir hier was machen, sonst haben wir nämlich ein Problem. Kommt nämlich wirklich sehr viel hier gerade. Aber es geht noch, es geht noch. So, eine Runde müssen wir noch durchhalten. Jetzt haben wir hier ein paar Spikes mehr zumindest. Dann gehen wir hier eine zweite Spike Factory hin, die rechte Seite hier. Mehr Spikes. So, läuft. Noch mehr Spikes. Jetzt kommen schon Keramikdinger. So, dann machen wir... Das machen wir ein bisschen später. Die rechte Seite zum Aktivieren hier. So, das läuft wunderbar, Leute. Nächste Wave. Das haut einwandfrei hin hier.
Und nächste Wave. So. Jetzt kümmern wir uns um den hier. Jetzt werden es nämlich schon ein bisschen viele hier. Aber wir kriegen schön Leben dazu. Also es haut hin. So, das können wir jetzt auch aktivieren gleich. So, das haben wir ready. Falls es ist, können wir jetzt das aktivieren hier. So, jetzt machen wir das hier. Dann kriegen wir noch ein Lebenchen mehr. Läuft, würde ich sagen. Nächste Runde kommt der Boss. Bewegung, ihr lahmarschigen Bloons. Und hier ist er, der Hosenscheißer-Boss. Sehr viele Keramiks. Wir aktivieren das jetzt einfach mal hier. Denn sicher ist sicher. So, das wird auch geupgradet. Und der nächste. Auf dem Herzen, aber wir kommen klar. Da kommt ordentlich was an. So, die haben wir alle. Der fehlt nur hier. Es ist viel, aber es ist nur machbar. Es geht, es läuft. Nächste Wave. So, jetzt aktivieren wir das einmal hier zur Sicherheit. Oh, das war eh dringend fällig. Ich brauche das sogar nochmal. Das ist nämlich wirklich sehr viel da gerade. Ah, es geht, es geht, es geht. Haut hin, Leute, haut hin. So. Den haben wir noch nicht. Weiter geht's mit Wave 50. So, wunderbar. Wir brauchen jetzt nur ein paar Tower. Sonst wird's kritisch. Wir fangen hier an. Oh, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Das sind sehr viele Herzen. Das ist gar nicht gut. Aber es geht nochmal gut. Haut hin, haut hin, haut hin. Ja, ich werde das Auge jetzt nehmen. So schnell es geht. Wave 52. So, jetzt müssen wir es haben. Bald. Wave 53. So, Augehammer. Haut hin. Dann das rechts nur, dass die auf die Camouflax gehen. Das ist natürlich auch fällig, das Upgrade. So. Jetzt läuft es. Mit dem Leben sieht's gut aus. Da werden wir noch einiges zusammenkriegen. So, wir brauchen jetzt aber wieder Tower. Das heißt, ein Bloom-Chipper ist einmal gut. Das linke Upgrade für ihn. Boss, bitteschön. Dankeschön. Kommt so ein grausiger Stoß, aber wir haben es noch unter Kontrolle. So. Das haben wir auch. Wave 56, dann gehen wir wieder mal Geld sammeln. So, das haut hin. Dann nehmen wir ein paar so welche. Die sind nämlich gut und günstig sozusagen. So. Die verteilen wir überall. Hier auch noch einen.
Und hier oben nehmen wir noch einen. Da brauchen wir ein bisschen Kohle noch. Haut wunderbar hin. Der gibt's aufs Maul. Wolf 58. So, wir werden jetzt das hier upgraden alles. Und wie gesagt, es geht nur um Leben, Leben, Leben. Schaffen werden wir schon. Also das ist nicht das Problem. Die nächste Strecke ist allerdings weit schwieriger. So, haben wir das. Jetzt der nächste. Nächste. Und der nächste. Haut einwandfrei hin. So, wir sind in der Runde 62. Wolf 63. Kommt ein gigantischer Stoß. Kommen mehrere Stöße. So, das auch noch. So, den Stoß, den halten wir so auf, da muss ich nichts mehr machen. So, haut hin, das haben wir hier. Jetzt müssen wir wieder towertechnisch was machen. Ich würde sagen, wir nehmen so einen Super Bloom Chipper, die rechte Seite. Super saugen! Er saugt alles rein hier. Er hat super Kräfte. So, wo sind wir? In der Wave 65. Können wir wieder einen hier upgraden. Zack. Gibt halt immer mehr Leben. 1000 haben wir schon und wir haben nur ein bisschen was vor uns. So, super Saugkraft, der soll alles hier reinsaugen. Das haut auch soweit ganz gut hin. So, das aktivieren wir nur. Super Saugkraft auch nochmal zur Sicherheit. Hart hinkaut, so. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zockerandi von Gameplay Deluxe. Tschüss!